Mein Name ist Clemens Neunecker und ich arbeite für die Niederländische Nationalbibliothek als Interoperability Manager für das Projekt Impact. Die Vorstellung von Interoperabilität, die wir in diesem Projekt verfolgen, besteht vor allem darin, die verschiedenen Softwareprogramme, die wir entwickeln werden, miteinander zu verzahnen und den Austausch von Daten zwischen diesen zu ermöglichen. Damit wollen wir erreichen, dass auch komplexere Arbeitsschritte mit relativ geringen technischen Kenntnissen durchgeführt werden können. Das in die Tat umzusetzen, ist die Hauptaufgabe des Arbeitspakets Impact Interoperability Framework. Hier werden die technischen Standards festgelegt, an denen sich die entwickelte Software orientiert, um einen möglichst einfachen Zugang zu den Programmen zu gewährleisten. Um auch das Ziel einer deutlichen Verbesserung der Massendigitalisierungsaktivitäten in Europa, insbesondere in Bezug auf historische Dokumente, zu erreichen, haben wir uns als technische Basis für Web Services entschieden. Damit hoffen wir, die größtmögliche Flexibilität für diejenigen zu erreichen, die unsere Programme später in ihren Digitalisierungsprogrammen einsetzen wollen. So können beispielsweise nur die Bildbearbeitungsprogramme aus dem Projekt alleine für sich genutzt werden, um dann die resultierenden optimierten Bilder mit einem beliebigen anderen Software oder in einem Prozess weiter zu verarbeiten. Oder es kann die Qualität und auch die Nutzbarkeit von Daten, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit OCR-Programmen erzeugt wurden, mit den Impact-Sprachwerkzeugen weiter verbessert und gesteigert werden. Darüber hinaus wird auch ein Workflow-System entwickelt, das es den Interessenten aus dem Bereich der Bibliotheken, Museen und Archive ermöglichen soll, auf einfache Weise ihre eigenen Workflows auf der Basis der vom Impact-Projekt bereitgestellten Workflow-Module zu erstellen und diese in ihre bestehenden Arbeitsabläufe zu integrieren. Somit schafft das Interoperability Framework die ideale technische Grundlage, sowohl für die Partner, die im Rahmen des Projekts die Technologien demonstrieren werden, als auch für externe Institutionen, die diese Programme in ihre eigenen Digitalisierungsaktivitäten einbauen wollen. Der hierbei verfolgte Ansatz macht es zudem einfach und komfortabel, die Projektergebnisse auch mit denen aus weiteren europäischen Projekten in diesem Bereich, wie zum Beispiel Europeana, Planets oder der European Library, zu integrieren.